Moin ihr Lieben, wenn ihr jetzt noch nicht in weihnachtlicher Stimmung seid, dann vielleicht gleich, denn wie viele andere YouTuber und Blogger habe auch ich einen Adventskalender für euch vorbereitet. Ich wollte euch das aber nicht vorher schon ankündigen, damit ihr so lange drauf warten müsst, bis dann das erste Türchen geöffnet wird, denn jetzt müsst ihr nur noch einmal schlafen und dann ist es schon soweit. Und ich hoffe, ihr habt richtig Bock drauf und ich habe ganz, ganz coole Gewinne für euch zusammen sammeln können und da steckt ganz viel Liebe und Arbeit drin. An diesem Adventskalender beteiligen sich wirklich richtig coole Unternehmen. In der Infobox habe ich einmal alle Kooperationspartner aufgezählt, denn nur durch ihre Hilfe ist dieser Adventskalender möglich. Und es sind Unternehmen wie Efeu mit dabei, Unique Horse, My Unicorn, Greenfield Selection, Soul Horse und viele, viele mehr. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, dass ihr mitmacht und das ganze Projekt hier möglich macht. Nun kommen wir zu den wichtigen Fakten, wie ich mir das Ganze vorstelle, wie das abläuft. Hauptsächlich wird dieser Adventskalender auf Instagram ablaufen. Eigentlich wollte ich. Erst nur kleine Adventsverlosungen machen und dann hat sich das aber so entwickelt, dass ich jetzt doch einen ganzen Adventskalender gemacht habe, aber dieses Jahr erstmal nur auf einem Kanal diesen Adventskalender machen möchte, um zu gucken, wie das Ganze so abläuft und sowas. Daher, es tut mir leid, ich kann es nicht jetzt für alle Kanäle machen und habe mich dann für Instagram entschieden, aber ihr dürft nicht traurig sein, denn die Sonntage es sind ja drei Stück, werde ich auch hier auf YouTube noch Verlosungen starten. Die genauen Teilnahmebedingungen werden auch noch zu jedem Beitrag mit dazu geschrieben. Für Instagram wird es aber so ablaufen, dass ich jeden Vormittag um 10 Uhr ein Post hochladen werde mit dem jeweiligen Türchen und euch da zeigen werde, was es an dem Tag zu gewinnen gibt. Dann müsst ihr einfach nur Follower von meiner Seite sein und von dem Hersteller, der dieses Türchen gespendet hat. Dann schreibt ihr noch einen Freund in die Kommentare, damit das auch noch eure Freunde mitbekommen und vielleicht auch mit teilnehmen können. Und das war's dann eigentlich schon. Das Ganze läuft dann immer bis 24 Uhr des Tages, also 14 Stunden könnt ihr teilnehmen. Und dann werde ich am nächsten Vormittag um 10 Uhr, wenn das nächste Türchen gelüftet wird, schon den Gewinner oder die Gewinner von dem Tag davor bekannt geben. Aber wie gesagt, es wird auch immer noch dabei stehen. Für die drei YouTube-Adventsverlosungen wird auch um 10 Uhr das Video online sein und da berichte ich euch dann immer jeweils im Video, wie ihr mitmachen könnt und gewinnen könnt. Ich freue mich total drauf. Es hat so viel Spaß gemacht, die ganzen Sachen zu fotografieren und alles für euch liebevoll einzupacken. Es war wirklich eine richtig aufregende Vorbereitung, stressige Vorbereitung, aber tolle Vorbereitung, denn das ist für euch und alles, was ich für euch machen kann, beziehungsweise was ich euch zurückgeben kann, macht mir einfach so viel Spaß. Und auch dieses Video zu drehen, wo ich mich auch nochmal bei Talita bedanken muss. Die hat nämlich mal wieder tolle Arbeit geleistet. Aber auch die dazu entstandenen Fotos. Ich muss euch unbedingt jetzt dieses Foto hier zeigen. Ich musste euch dieses Bild unbedingt zeigen, weil ich liebe es. Da hat Laura ganze Arbeit geleistet. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Aufwand war, in einer Reithalle mal eben ein Wohnzimmer aufzubauen. Also vielen Dank an alle, die beteiligt waren: Mama, Patrick, Laura und Talita, dass das möglich war. Und da kommen auch noch viele coole weitere Fotos. Jetzt verzettel ich mich schon wieder. Und komme nicht auf den Punkt. Auf jeden Fall wollte ich noch sagen, auch die Post, die ihr mir in der Zeit schreibt, werde ich damit beantworten. Und an alle, die mir geschrieben haben, schon auch vor längerer Zeit und noch keine Antwort haben, es liegt alles bereit. Ich werde in den nächsten Tagen auf eure Post antworten. Aber für dieses Projekt brauchte ich so viel Zeit, weil nebenbei auch noch andere Sachen gelaufen sind. Wie zum Beispiel das für das Video am Samstag. Um 13 Uhr, denn da habe ich ein neues Lookbook für euch. Das hat viel Spaß, aber auch viel Nerven gekostet. Also seid gespannt. Und jetzt werde ich mich von euch verabschieden, denn ich muss ganz schnell den PC und weiterarbeiten. Ich wünsche euch und eurer Familie eine ganz besinnliche und tolle Weihnachtszeit. Ich bin richtiger Winter, Weihnacht. Nein, nicht Winter. Ich könnte auch im Sommer Weihnachten feiern. Ich bin ein Weihnachtsmensch, habe dieses Jahr aber womöglich nicht ganz so viel Zeit. Ein warum zu schmücken, die Wohnung zu schmücken und Kekse zu backen. Obwohl, wie wäre es? Ein paar Weihnachtsplätzchen für die Pferde. Also wenn ihr Bock habt, dass ich noch ein Video drehe, wie ich für meine Pferde ein paar Plätzchen backe, dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Das war es dann jetzt auch wirklich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben und abonniert mich schon mal, falls ihr es noch nicht getan habt. Denn so verpasst ihr keine Videos mehr von mir, aber. Das ist zum Beispiel auch bei Teilnahmebedingungen hier für diese YouTube-Verlosungen. Ich freue mich und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.